Dieses Wochenende steht ein Dreh an und der wird ziemlich tight. So sieht jemand aus, der die ganze Nacht Drehbuch geschrieben hat, weil morgen Drehtag ist. Und deswegen willkommen auf dem Retro Crew Kanal. Wir drehen morgen und deswegen geht es heute darum, wie wir unsere Aufgabenset verteilen, dass wir doch noch dieses mega fette Drehbuch durchbekommen. Und das an 2 Tagen, weil wir ansonsten keine Zeit mehr haben. Genau. Deswegen auf geht's. Am Set verteilen wir die Aufgaben wie folgt. Willi macht die Schauspielregie, das heißt, er sagt den Schauspielern, wie sie sich verhalten müssen. Insbesondere eben selber, weil er die Hauptrolle hat. Ja genau, wir sind ein kleines Team. Dann, ich mache die Bildregie. Dementsprechend sage ich der Kamera, wie sie sich einstellen soll. Ich mache Objektivwechsel, schaue, bei welcher Brennweite es am besten aussieht. Welche Szenencover wir haben wollen und vor allem wichtig, wie es aussehen soll. Weitere Person am Set, wie angesprochen, die Kamera. Die übernimmt der Dani dieses Mal, hauptsächlich für stationäre Aufnahmen. Julian übernimmt den Ton, einfach für, dass wir On-Set-Audio haben, das wir dann direkt in den Film reinschneiden müssen und auch nicht nachvertonen müssen. Wir haben zwar viele Szenen, die nachvertont werden müssen von Haus aus, also einfach Telefoninhalte und sowas. Aber fürs wirkliche On-Set-Audio kann man sich auch viele Stunden in Post sparen und am Set macht es auch nicht mehr wirklich so viel mehr Aufwand, als wenn man es jetzt nicht aufnehmen würde. Dann haben wir noch den wichtigsten, den Jonas. Der hat erstmal die ganze Shotliste hier in der Hand, wo er genau schauen kann, welcher Shot das nächste Mal dran ist, was wir schon haben, was wir noch unbedingt schaffen müssen und wo wir vor allem zeitlich dann sein müssen, um noch jetzt halt die verschiedenen Locations durchzubekommen. Weil wir haben wirklich eine ziemlich eng getaktete Zeitstruktur, die wir auf 2 Tage verteilt haben. Und wirklich auch nur die Szenen rausgepickt, wo unser Hauptcharakter Willi drin vorkommt, weil Willi kann nur dieses Wochenende. Das heißt, es wird sehr, sehr spannend. Die ganzen Behind the Scenes bekommt ihr dann wahrscheinlich noch vom Willi und vom Mann-Kanal zu sehen. Wir haben demnächst genügend Drehs. Ich glaube, es stehen ungefähr 3 bis 4 Drehs an. Und das auch verteilt über mehrere Tage. Das heißt, in den nächsten paar Monaten wird bei uns nochmal ganz viel Content kommen, wie wir am Set arbeiten. Weil alles wird immer ein bisschen komplexer von Dreh zu Dreh und man lernt immer ein bisschen dazu und bin mal gespannt, wie sehr wir weiterkommen werden mit den ganzen Stunts und Explosionen, die wir geplant haben. Deswegen könnt ihr schon mal abonnieren, wenn ihr wollt, denn hier wird direkt eingeblendet für dich. Der Hauptkanal, musst einfach nur draufdrücken. Da ist unser anderer Kanal, da gibt es noch ein Video und eine Playlist. Wow. Fuck me, bin ich müde.